Moin meine Freunde und willkommen zu Summoners War. Ihr seht schon, Rune Removal Day ist heute. Ich habe das mal nicht weggeklickt, um mich dran zu erinnern. So, guck mal hier nochmal schnell rein. Ich weiß gar nicht, ob ich da reingeguckt hatte noch. Nein. Und gibt auch nichts. So, also, was machen wir heute? Zum einen gucken wir mal ein bisschen in die Arena rein. Und zum anderen, ja, das Event können wir mal reinschauen. Das finde ich diesmal ganz cool gelöst. Man muss Runen farmen und kriegt die Punkte entsprechend der Sterne der Runen, die man hat. So viel habe ich da noch nicht gemacht, weil ich gerade am Randys Farmen bin. Oh doch, ein paar kann ich schon umtauschen. Tausch fertig. Und dafür gibt es immer so Aufwertungssteine, die mit denen man... Oh, und Energie können wir einsammeln, weil wir 72 Punkte haben. 1000 braucht man. Das, denke ich, kriegt man schon, weil das eigentlich... Wie lange geht überhaupt das Event? Noch 13 Tage, ey, ist ja easy. Also momentan dieses Wochenende will ich mich auf Randys konzentrieren. Einfach, weil ich 3 Sterne-Monster brauche zum zum Aufwerten. Und hier die Energie haben wir schon. So, in der Kiste gibt es dann 3 Aufwertungssteine, die man heute am Rune Removal Day auch gut gebrauchen kann. So, was gibt's sonst Neues? Also gezogen haben wir... Ich weiß, viele von euch werden jetzt sagen, Gott sei Dank nichts mehr. Perna mittlerweile 32, Tanja auch 30. Somit sind sie bei meinem morgendlichen Riesenangriff, also Weltenboss dabei. Und da bin ich momentan mit meinem Erstteam immer zwischen A, also zwischen B plus und A minus. Und mit dem Zweiteam dann B minus. Das ist schon recht cool, finde ich. Also mindestens mal für mich. Und ja, Rune Removal Day müssen wir noch ein bisschen jetzt arbeiten dran. Ich weiß nicht, ob irgendjemand grundlegend umgerunt werden muss. Es ist halt immer schwer jetzt von... Ich meine, hier mein Kumar müsste schneller werden, aber ich habe da echt gute Runen drauf. Und da müsste ich eine echt gute Rune noch finden, die halt dann im Substat ihm mehr bietet. Muss man einfach mal schauen, wie ich das jetzt am Rune Removal Day handhab. Da mache ich mich aber später ran. Ich denke jetzt nicht, dass ich heute einfach alles runter mache und dann komplett neu ruhen. Heute werde ich, denke ich, nur umruhen. Letztes Mal hatte ich alles runter gemacht. So, wir gehen mal in den Kampf. Wir können ja mal eine Runde Randy machen. Feuer ist Randy, oder? Oder ist es Wayne? Wayne ist Wasser, glaube ich. Das hier ist mein Team. Gegen den ich, ja, warum habe ich das so gebaut? Ich habe keine 5 Sterne AOE Windnuker, keine 6 Sterne AOE Nuker, darum habe ich die dabei. Meine Julie ist mittlerweile gut, die ist auch in meinem Necro-Team und ich glaube Beth sogar auch. Hier ist halt Cyrus immer der Erste, der stirbt. Wir kommen ganz gut durch, es geht aber noch schneller. Mal schauen. Hier, wie heißt der Basalt, habe ich eigentlich nur dabei wegen einem bisschen Heal. Er hat ein AOE und er kann auch ein paar Punkte gebrauchen, dass er vom Level höher wird. Auch wenn man da fast keine Punkte kriegt. Und, wird ja erst ab... Also beim meist stirbt Cyrus bei Level 10. Tyron halt mit seinen 2 AOEs. Den könnte ich nochmal eigentlich komplett umruhen. Das ist wahrscheinlich sogar eine gute Idee. Und ich bin gerade ja am Sparen, wen ich als nächstes auf 6 Sterne mache. Da bin ich mir noch nicht sicher. Bess stellt sich hier echt gut an. Auch mit dem letzten Patch hat sie ja wieder ein Update gekriegt. Das ist, glaube ich, schon das zweite Update in Folge. Und die könnte ich auf 6 Sterne machen, dass ich auch noch ein Wasser guten Attacke habe. Wobei Tyron oder Julie... Für Tyron fehlen mir, glaube ich, noch die Runen. Weil Julie ist auch
echt gut geruhnt und echt nice für Necro. Für Necro ist natürlich auch der Panda eine Option, dass wir den auf 6 Sterne bringen. Aber ihr könnt gerne mal Vorschläge machen, wen wir da auf 6 Sterne machen sollen. Ich bin mir noch nicht sicher, aber darum farme ich halt einfach so viele Wendys wie möglich, dass ich Devilmon durch den letzten Event hat man ja noch. Nee, nicht Devilmon, sondern Regenbogenmon hat man durch den letzten Event ja noch ohne Ende. Und darum. Jo. Darum wird es allzu lange nicht dauern, bis wir die Möglichkeit haben, jemand auf 6 Sterne zu machen. So. Also man kommt durch, es geht bestimmt schneller. Ich bastel nachher mal im schnelleren Team. Aber das ist das, was ich so heute Morgen einfach mal schnell zusammengestellt hatte. Und vielleicht mit geänderten Runen kommen wir da auch noch ein bisschen schneller durch. Eigentlich wollen wir Arena machen, aber wir können tatsächlich noch mal hier 2 Wendys habe ich schon beschworen. Einmal Runde Necro. Necro schaffe ich UG7. Im Auto. Das ist mein Necro-Team. Ich hätte noch eine Shiva, die echt gut ist. Wobei ich habe mir überlegt, ob ich die Runen von Shiva runter mache. Hier ist sie. Also die hat echt dicken Attack und die ist ordentlich. Dass ich die Runen von Shiva runter mache und auf die, ich weiß nicht, wie die Dunkel, die wir letztes Mal gezogen haben, Kavikaka, irgendwie so muss sie heißen, drauf machen. Oder natürlich Adrian. Den habe ich aus dem Lager geholt. Da war ich, habe ich gerade angefangen, ihn zu ruhen. Adrian, Gewalt gegen Angriff. Also Gewalt, Rache würde ich ihn spielen wollen. Ach, guck mal, er ist noch nicht mal gemaxt. Ich habe nur keine Speedrune und er braucht Speed. Fokus hatte ich eine 6-Sterne-Speedrune, auch wenn die jetzt nicht proper ist, aber wenn ich die jetzt mal aufwerte, kriege ich ihn, denke ich, ganz vernünftig hin und er ist halt auch für Necro echt nett. Aber wir spielen so. Auch hier machen wir mal Auto. Ich weiß gar nicht, wie lange wir brauchen. Auch hier ist es so, die meisten Runden gewinnen wir, aber es gibt auch Runden, wo ich dann doch mal verliere. Ja, also bis zum Boss kommt man da eigentlich immer sehr gemütlich durch, da sie alle recht schnell sind. Ich spiele eh die meisten Monster mit Speed auf 2. Speed ist in meinen Augen das A und O. Ja, Julie. Panda muss natürlich immer seine Fähigkeit machen. Oh, der sieht gerade nicht so gut aus. So, Ninjas are fine now. Ich bin Speed Attack. Worum geht's da gerade? Susano, Farmer. Naja, gut. Jo, hier kriegen wir. Panda kriegt gerade dick auf die Mütze. Mal gucken. Ich hoffe, er überlebt. Immer doof, dass. Theo ist hier tatsächlich ist mein schnellster im Team. Und darum ist er als erstes dran, was echt Verschwendung ist, weil er ja sein Schild hat. Aber sobald Theo mal draufhauen darf, sobald sein Schild weg ist, kriegt er richtig dicken Damage. Gerade. Das ist nicht so schön, Julie. Danke. Ja, wie gesagt, ich denke, mit Adrian könnten wir jetzt gut vorankommen, aber viele Wassermonster ist ja auf jeden Fall nice. Mal gucken. Ja, mal gucken, wen wir da als nächstes drauf machen. Ja, also auf 6 Sterne machen. Und so wird jetzt eine schnelle Runde. Schade, dass.
So, jetzt kommt der Damage durch. Jetzt ist aber egal. GZ Kratz. So. Also, das heißt, hier kommen wir jetzt schon auf Necro 7 gut durch. 1,227 hat es gedauert, 1,52 mein Best. Ich weiß, da geht noch mehr. Und ja, jetzt würde ich sagen, gehen wir mal in die Arena rein. Ich hoffe nicht, dass ich noch alles geruht habe. Ich mache einmal aktualisieren und dann gucken wir mal, ob wir Gegner... meine Fresse, Niki! Wow. Ist jetzt nicht so ein Gegner, den ich eigentlich haben möchte. Wir probieren es mal. Mal gucken, wie schnell sein Werde ist. Naja, ich denke jetzt nicht, dass er schneller wie mein Orion ist. Sonst wäre er hier unten... Oh, wie lahm dem seine ganzen Dinger sind. Guckt es euch an. Also hier... Okay, Niki kann ich ja akzeptieren. Best Ariel. Aber guck mal, wie lahm der ist. Alle. Und auch nur... Also mein Speedleader... Oh, das finde ich shocking. Solche Monster. So, ich möchte nicht, dass er rankommt. Hier möchte ich das. Und eigentlich möchte ich, dass sie jetzt alle sterben. 26.000 bei Niki gemacht. Ja. Okay, sein Ariel steckt gut ein. Der wird voll auf HP sein. Ich mache jetzt mal Autoplay. Der nervt jetzt so ein bisschen, weil wir halt kein Damage-Dealer gegen ihn dabei haben. Aber schön Heal-Block. Gut, Orion. Dumm, dumm. Orion auf 6 Sterne machen. Tja. Bringt jetzt eigentlich so sehr mir gerade nichts. Er ist nur zum Support da, er ist schnell. Ja, den hatte ich auch mal kurzzeitig drüber nachgedacht, aber brauche ich nicht. Der kann 5 Sterne bleiben, hat alles, was er braucht. Das ist eigentlich auch mein Standard-Team. Ich hätte gern einen anderen Speedleader als Barretta. Da würde ich gern... Da fällt mir ein... Ich wollte noch mal in die Steine gucken. Ich war ja schon 2 Wochen. Diese Woche haben wir natürlich vergessen, unser Gildenteam uns in der Arena aufzustellen. Ist noch nie passiert, aber wenn ich mal Steine spare, das hier ist jetzt so ein Ding, wo ich tatsächlich überlegt habe, doch noch zu machen. Einfach wegen Galleon. Ich könnte... Da müsste noch 10 Beschwörungssteine... Ich meine, hier Velichul, Lucian, eine Tanya ist halt sehr nice. Und eigentlich am liebsten, naja, hätte ich halt hier die Speedleader oder ein Chantra. Aber das hier ist natürlich auch nice. Und hier geht es mir eigentlich am meisten um Galleon. Einen guten Galleon hätte ich schon gern. Ich meine, bis dahin 6 Versuche hätten wir. Oh, über den zweiten Bestienmönch, komm. Ach, ich halte es eh nicht aus. 6 Versuche. Und mein Wunsch wäre Galleon. Einmal Blitz mit Galleon wäre ich happy. Ein bisschen Angst hätte ich von der Praha, aber das, glaube ich, wird dann doch nicht passieren. Ich glaube, Mantura braucht kein Food mehr.
Komm, einmal Blitze wären fair, aber kein Cast. Cast ist nervig. Noch drei Versuche. Können wir gleich gucken, ob man Tura Food braucht. Wobei ist die Frage. Oh, das war, glaube ich, schon der letzte Versuch, oder? Ah, noch ein Golem hinterher. Ne, einen haben wir noch. Keine Blitze, kein Galleon. Galleon und Würde werden mir immer verwehrt bleiben. Naja, dafür haben wir Glück bei anderen. So, jetzt gucken wir mal. Aufwertung. Mein Mantura. Braucht noch... Oh. Ihr seht, meine Regenbogenmon und ich habe tatsächlich sogar noch eins. Oder ich mache die Schlangen auf 5 Sterne. Och, nee. Dass ich Mantura auf 6 machen kann, wenn... Schade, Überschallknall. Wenn es auf den dritten Skill geht, bin ich happy. Dann kriegt er keine mehr. Okay, Blitze. Bringt mir nichts, aber sieht immer gut aus. Komm, yeah. Das ist jetzt sehr nice. Kann ich mir nicht hier angucken. So, Mantura. TOA's Best Friend. Ja, einfach nur Entfernungschance. Und hier jetzt alle 4 Runden können wir Verteidigung schwächen und kontinuierlich Schaden machen. Das ist sehr, sehr nice. Das ist richtig gut. Wir waren aber gerade in Arena. Da machen wir jetzt auch weiter. Nicht ohne. Sigi. Was machen wir gegen Sigi? Eigentlich muss ich als allererstes mal Lucian tot kriegen. Sein Sigi. Die Frage, wie er ihn spielt. Ich bleib mal bei dem Team. Habe ich mich jetzt einfach mal dazu entschlossen. Wow, ist seine Megan schnell. Ich möchte eigentlich nicht, dass sie rankommt. Sehr gut, hat geklappt. Auch gegen Element. Das ist immer gut. Okay, Lucian ist tot. Ich meine, wenn man mit dem Team angreift, dann ist man selbst dran schuld, wenn man auf die Mütze kriegt. Also muss ich sagen. Aber ich habe Schwein gehabt, aber hier, Cyrus hätte auch tot sein können. Wenn ich mir das recht überlege, wäre ich noch nicht mal sicher, ob er gerade voll geruht ist. Oh, Achilles hat die TOA Stufe 40, Stufe 100 geschafft. GZ, GZ. Da kann ich mich nur anschließen. Ich hänge da immer noch dran. Ich hoffe jetzt, dass ich nach Rune Removal Day... Ach Mist, jetzt habe ich ja verraten, dass ich schon bei 100 bin. Vergesst es! Eigentlich wollte ich ein Video zu TOA 100 machen, aber ich habe es nicht geschafft. TOA 100 Down jetzt vielleicht nach Rune Removal Day. Gibt's ein TOA 100 Video? Puh, der Theo müsste echt hart reinhauen, dass ich Respekt vor ihm habe. Er wird natürlich wieder brocken ohne Ende. Ich finde das Team halt gut, auch wenn ich gegen ihn gerade... Ach. Machen wir mal so. Da sind wir halt extrem schnell, dadurch, dass... ich glaube, ich war gerade wirklich beim Runterruhen von... Orochi. Gut, also den Speed Lead haben wir.
Na komm. Vier Dots gesetzt. Dann machen wir das hier. Hätte ich wahrscheinlich andersrum machen sollen, aber okay. Defense Break hier. Das ist eine Runde, die ich verliere. Ich sehe das schon. Das ist dumm gelaufen. Dummes Team gewählt. Dass Theo jetzt gestunt ist, ist ein bisschen gut für uns. Nicht nur ein bisschen, das ist gut für uns. Ey, verreck. Danke. Sein Theo ist echt langsam. Jetzt müssen wir hier Bella wegkriegen. Jetzt haben wir so eine klitzekleine Chance. Okay. Sein Vero kann auch irgendwie gar nichts. Dann gehen wir erst gegen Theo. 5 Dots gesetzt. Nice. Das ist das Maximale, was er setzen kann. Jetzt muss Orochi. Orochi ohne. Oh. Ach, Fusion. Okay. So, weg mit dem und Autokampf. Also das sollten wir jetzt, denke ich, hinkriegen. Chasun ist ja immer so heilungsfreudig. Und mein Bernhard kann nichts außer schnell sein und seinen Buff machen. Und so schnell ist er gar nicht. Also bei mir muss ich sagen, ich spiele ihn tatsächlich nicht häufig. Ja. Okay. Rune Removal Day und dann kämpfen ist nie. Ich bin gerade am Überlegen, wenn ich dann irgendwann mal den erhöht die Angriffsthemen. Ja, irgendwann wird er noch mit dabei sein. Wir probieren es mal. Zwei Feuermonster, halt natürlich Chasun als Healer ist nicht so toll. Perna, wenn Cyrus ihn one-hittet. Wenn er wenig HP hat, dann belebt er sich ja. Oh, alles geht darauf. So. Sehr schön. Also wenn Cyrus ihn tötet, haben wir vielleicht durch die Fähigkeit das Glück, dass seine. Hat er viel HP. Okay. Also trotzdem jetzt nicht so wild, dass wir irgendwie Angst haben müssen. Wir lassen Perna Perna sein und versuchen jetzt Chasun zu töten. Okay. Oder einfach beide. So, jetzt was jetzt machen? Mal zum Nachdenken. Wenn ich den töte, belebt er sich wieder. Dann ist Chasun dran. Die macht ihre Fähigkeit. Darum müsste ich jetzt mit diesem Ding Chasun töten. Sehr schön. Okay, oder? Oh, und seine Fähigkeit war zurückgesetzt. Gut. Video ist schon recht lang, aber ich habe jetzt lang nichts gebracht. Bernhard gegen Orion. Wer ist schneller? Ich bin gespannt. Ich weiß gar nicht, was mein Orion hat. Ich glaube 204 oder so irgendwas. Bernhard. Okay. Jetzt habe ich ein bisschen Angst vor Lucian. Und jetzt hoffe ich eigentlich, dass alles stirbt.
Sehr schön. Ich liebe mein Team. Also muss ich ehrlich sagen, also bis auf Barretta, also selbst Barretta da drin ist gut, aber hätte ich jetzt die das Windorakel oder irgendeinen ganz richtig geilen Speedleader. Vanessa. Okay, das ist hier. Also dafür, dass der das so hoch geschafft hat, größtes Respekt für ihn. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass bei den Monstern da irgendwelche weltbewegenden Runen drauf sind. Wäre natürlich schön, Ramagos jetzt ganz zu töten. 28k, okay. Und Michelle, die den Magieritter wiederbelebt, okay. Auch okay. Tja. So eine Speedleaderin wäre geil. So. Wir gucken erstmal weiter. Das Video ist jetzt auch schon. Erhöht den Widerstand verbündeter Monster um 41%. Wisst ihr was? Da mache ich ein zweites Video. Oh. Mana, Mana. Dunkler Meeresherrscher und eine Chant. Oh. Schmerzen. Nee, wir machen jetzt hier an der Stelle Schluss. Das Video ist schon viel zu lang und ich mache in der nächsten Folge weiter mit Arena und sage danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Macht's gut, Leute.